Ja, hier ist wieder der Bauer vom Tönnihaus. Es ist wieder ein wunderbarer Morgen. Vielleicht seht ihr es. Ja, es ist einfach ein bisschen knapp mit dem. Aber die Berge sieht man auf jeden Eigenmönch und Jungfrau Joch. Sieht man immer sehr gut. Die verschneiten Berge. Genau. Aber auch diesen Morgen war wieder Frost, Bodenfrost. Es will fast nicht aufhören mit dem Bodenfrost, aber es kommt schon noch. Genau, ja, ich bin da wieder bei den Schweinen, hinter dem Schweinestall. Da sind die Kälber, dort seht ihr sie, genau. In das Häuschen hinein gehen sie immer noch nicht. Auf jeden Fall, ich habe es noch nie gesehen, dass sie gegangen werden. Aber vielleicht mit der Zeit geht das dann schon noch. Klaffen fressen sie mittlerweile. Genau. Genau. Sollen wir noch schauen, ob die Schweine ausgefressen haben. Sind immer noch dran. He. Genau. Sind eigentlich munter. Genau. Gut, vielleicht hört ihr noch mehr von mir. So, ich habe es geschafft, diese Parzelle, Schwendi-Parzelle, habe ich geackert. Ich würde nicht gerade einen Pflügewettbewerb gewinnen, muss ich ehrlich sagen. Sieht nicht so toll aus, aber ich glaube, es ist zweckmäßig. Ich werde hier dann mit der Kreiselecke bearbeiten. Und dann eine Maissaat vom Lohnunternehmen machen lassen, genau. Es ist ein schöner Boden. Wie gesagt, das ist Naturwiese. Ist gut durchwurzelt. Ich habe auch viele Würmer entdeckt. Es hat viele Würmer hier. Und das ist ein gutes Zeichen. Genau. So. Also. Geht es weiter. So, YouTuber, es ist wieder ein Tag vorbei. Ein Tag vorbei. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Wenn ihr mehr von mir wissen wollt, abonniert mich. Dann seid ihr wieder informiert. Gut, bis morgen.